Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserem heutigen Videoratgeber. Mein Name ist Jan Heidecker, ich bin Rechtsanwalt und gleichzeitig Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Urheber- und Medienrecht sowie für IT-Recht. Ja, mein Thema heute für Sie ist das Thema Markenanmeldung. Sie sind gegebenenfalls Unternehmer, Freiberufler, Künstler, was auch immer und beschäftigen sich jetzt vielleicht schon seit längerem mit der Frage, dass Sie eine bestimmte Marke auf sich registrieren lassen wollen. Sie schauen dann durchaus ins Internet, werden dann relativ schnell zu der Adresse des DPMA kommen, sowie auch zum EUIPO und können dann auch relativ leicht, wenn man sich da durch die verschiedenen Menüs klickt, die von Ihnen gewünschte Marke zur Anmeldung bringen. Aber wo liegt hierbei genau das Problem? Das Problem hierbei liegt darin, dass einer jeden Markenanmeldung zuvor eine vernünftige und umfassende Beratung letztendlich voranzugehen hat. Es ist nämlich so, und diese Erfahrung haben wir hier auch in den letzten Jahren in erheblicher Weise gemacht, dass wenn Sie gegebenenfalls hier selber eine Marke zur Anmeldung bringen, Sie relativ schnell in zwei Problemkreise kommen können. Der erste Problemkreis wäre zum Beispiel der, dass Ihnen nachdem Sie die entsprechende Marke zum DPMA versandt haben, dass Sie eine Antwort vom DPMA bekommen, wo drin steht, dass Ihre Marke gegebenenfalls wegen sogenannter absoluter Schutzhindernisse, so heißt es, nicht eintragungsfähig ist. Das bedeutet letztendlich, dass beispielsweise Ihre Marke, die Sie zur Anmeldung gebracht haben, hier gegebenenfalls als beschreibend gilt. Das ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass Sie als Unternehmer natürlich grundsätzlich dazu neigen, einen Markennamen zu wählen, der Ihr Produkt in irgendeiner Form beschreibt. Nur das ist in der Tat genau das, was Sie eigentlich bei einer Markenanmeldung nicht dürfen. Ja? Also stellen Sie sich Folgendes vor, Sie möchten gegebenenfalls einen entsprechenden Stuhl mit einem bestimmten Markennamen schützen lassen, dann dürfen Sie zum Beispiel nicht in diesem Markennamen oder auch im Hinblick auf seine Konnotation, also im Hinblick auf seine Bedeutung in irgendeiner Form auf das Produkt Stuhl hinweisen. Was bedeutet das? Mal angenommen, man hätte so einen Fall, Sie haben eine Marke angemeldet, Sie bekommen die Antwort vom DPMA, wo drin steht, nee, wir können die Markenanmeldung für Sie nicht in Aussicht stellen, dann haben Sie folgendes Problem. Sie haben dann im Regelfall, wenn Sie die kleine Variante gewählt haben, 300 Euro ausgegeben, und zwar für die Markenanmeldung, ohne dass Sie am Ende mit einer Marke dastehen. Anderes Problem, was sich natürlich ergeben kann, das sind die sogenannten relativen Schutzhindernisse. Das heißt, Sie haben vorher keine ausreichende Recherche vorgenommen. Die Marke gelangt vielleicht zur Anmeldung und dann haben Sie hinterher das Problem, dass ein Konkurrent oder muss noch nicht mal ein Konkurrent sein oder irgendein anderer Rechteinhaber, Sie entweder mit einer Löschungsklage konfrontiert oder gegen Ihre Marke Widerspruch eingelegt wird. Was bedeutet das dann? Bei der einen Variante sind Sie dann gegebenenfalls, wenn es schlecht läuft, in einem kompletten, ganz normalen zivilrechtlichen, markenrechtlichen Klageverfahren, was grundsätzlich natürlich die Besonderheit der hohen Streitwerte hat, also hohes Kostenrisiko, oder Sie befinden sich im Widerspruchsverfahren vor dem DPMA. Auch an der Stelle ist es letztendlich so, dass hier natürlich eine Vertretung von sich selbst ohne markenrechtliche Spezialkenntnisse, dass die sich natürlich total schwierig gestaltet und Sie hier aller Voraussicht nach am Ende nicht siegreich vom Platz gehen sollten. Insofern bietet es sich natürlich grundsätzlich an, dass man hier ein Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, zum gewerblichen Rechtsschutz zählt natürlich das Markenrecht, konsultiert. Wir machen es im Regelfall so, dass wenn Mandanten an uns herantreten und wir mit einer Idee, also mit einer Idee zur Markenanmeldung konfrontiert werden, wir erstmal mit dem Mandanten gemeinsam diskutieren, inwieweit hier gegebenenfalls eine beschreibende Angabe vorliegen könnte. Und beraten Sie dann vor allen Dingen dann auch auf die Fragen, was macht mehr Sinn? Macht es Sinn, eine reine Wortmarke anzumelden? Macht es Sinn, eine Wortbildmarke anzumelden? Oder macht es vielleicht sogar Sinn, eine sogenannte Positionsmarke anzumelden, eine 3D-Marke? Sie sehen also, dass die Möglichkeiten sind da sehr, sehr weit.
Wenn Sie uns dann damit beauftragen, Sie bei der Markenanmeldung zu begleiten, ist es so, dass wir wirklich alle erforderlichen Schritte für Sie durchführen. Das heißt, wir machen vorab natürlich eine Recherche. Das heißt, wir arbeiten hier auch mit einer speziellen Software, die, ich sage mal, nicht nur identische Markennamen heraussucht, sondern halt auch ähnliche, denn es genügt ja auch, oder es würde ja schon genügen, wenn im Grunde ein ähnliches Zeichen, im Hinblick auf Ihr Zeichen, wenn sich dies bereits als entsprechende Marke registriert beim DPMA befindet, wenn das vorhanden ist, dann könnte natürlich dieser Markeninhaber Sie angreifen. Das versuchen wir natürlich von vornherein auszuschließen. Und bringen dann, wenn unsere Recherchearbeiten durchgeführt sind und wir Ihnen sozusagen das Go geben, überbringen wir Ihnen dann einen Entwurf, den Sie dann letztendlich absegnen, den wir dann auch nochmal besprechen, bis so dann erst an dieser Stelle ja, dieser Vorgang in Gang gesetzt wird, nämlich die eigentliche Markenanmeldung erfolgt. Wir begleiten natürlich das komplette Markenanmeldungsverfahren, unabhängig ob OIPO oder DPMA. Wir haben sicherlich in unserer Zeit hier schon eine hohe dreistellige Anzahl von Marken zur Anmeldung in den letzten Jahren gebracht. Und wir würden uns auch freuen, wenn Sie mit Ihrer Markenidee zu uns kämen. Wir werden Sie auf jeden Fall gerne begleiten. Und das Erstgespräch ist bei uns immer unverbindlich. Und dann würden wir telefonisch oder auch gerne hier in der Kanzlei alles Weitere zusammen erörtern. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Ihre Kontaktaufnahmen und ich sage dann bis bald.